Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch die Catrice Sun and Glow Eye Chic Palette, mit der ich ein Augen-Make-up-Look schminken möchte. Also hier, da sind die Töne, also hier sind die vier Lidschatten und das ist halt der Bronzer und das ist ein Blush. Der Blush, muss ich dazu sagen, der hat so leichte Schimmerpartikel mit drin, also der ist nicht matt. Weil ich hatte die Palette auch schon mehrmals verwendet, zwar noch nicht so häufig, aber ich hatte die Blush und Bronzer schon mal verwendet. Und heute möchte ich gerne mit der ein Augen-Make-up-Look schminken, wie das aussieht, weil bei der bin ich echt zwiegespalten, ob ich die tatsächlich noch behalten möchte oder ob die doch endgültig meine Sammlung verlassen soll. Weil man muss dazu sagen, die war eigentlich in meiner Aussortiert-Kiste drin gewesen, aber ich habe die tatsächlich nochmal rausgeholt. Ich dachte, ich gebe ihr nochmal eine Chance. Aber sie konnte die Chance leider nicht richtig nutzen bisher. Und deswegen möchte ich jetzt heute in dem Video gerne diese Palette noch einmal testen und dann mal schauen, wozu ich mich entscheiden werde, ob die bleiben darf oder ob sie wirklich doch gehen muss. Deswegen möchte ich die heute gerne ausprobieren, nochmal. Hier habt ihr sowohl matte als auch schimmrige Töne drin, aber ihr habt hier kein helle Ton nicht drin. Wenn viele starten möchte, zum Beispiel um das Lid zu setten, hat man hier keinen hellen Ton, um das Lid zu setten. Das ist natürlich schade. Ja gut, aber ich tue nur die Produkte, die Farbtöne verwende, die hier auch in der Palette drin sind. Da fange ich an mit Peach Please. Das ist so ein roséfarbener Ton. Den gebe ich über mein komplettes bewegliches Lid. Das mal auf die andere Seite. Genauso. Also an sich sind wirklich ja die Töne schön, aber das Ding ist, solche Töne, muss ich sagen, habe ich auch in andere Lidschattenpalette schon drin. Deswegen macht es für mich keinen Sinn, die dann trotzdem noch weiterhin zu behalten, wenn ich weiß, dass ich die sowieso nicht verwende. Dann gehe ich in den Bronzer Farbton, in den bräunlichen. Das gebe ich in meine Lidfalte. Das mal auf die andere Seite. Genauso. Also mit der könnt ihr auch gute Looks schminken. Aber wie gesagt, wer mehr Lidschattenpaletten zu Hause hat, der hat solche Töne in den ein oder anderen Lidschattenpalette schon mit drin. Deswegen macht es dann keinen Sinn, die dann zu behalten. Und dann gehe ich noch in den Ton Honest, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Das ist so ein dunkelbrauner Ton, der schon sehr dunkel ist. Deswegen gehe ich da auch nur leicht dran, gebe das in meine Lidfalte, aber versuche hier so ein V zu ziehen, also zu zeichnen, ein V. Das mal auf die andere Seite genauso, dass ich hier gehe und dann hier so in letzte Dritte meines beweglichen Lids und in meiner Lidfalte bleibe und nicht weiter nach vorne hin verblende. Und jetzt verblende ich das auch ein bisschen hier an die dritte Stelle, damit es ein bisschen ausgesofteter ist.
Also wie gesagt, zum Verreisen wäre die, glaube ich, nicht mal so schlecht. Also weil man, wenn man auf Reisen ist oder in Urlaub, da verwendet man ja sehr häufig dieselbe Farbtöne, weil da ist man irgendwie, da verwendet man das, was man halt da hat. Das ist es. Und deswegen, man möchte auch nicht so viele Produkte nicht mit in Urlaub mitschleppen. Dann ist es solche Palette dann gar nicht mal so schlecht, dann doch eine zu haben, die man vielleicht zum Verreisen nehmen kann, wo sowohl Lidschattentöne drin sind, als auch Blush- und Bronzerpaletten. Also Farbtöne drin sind in der Palette. Das ist an sich, und deswegen ist es, glaube ich, auch der Grund, warum ich die nicht aussortiere kann zurzeit noch nicht, weil ich denke, es wäre ja gar nicht mal so schlecht, eine Palette zu haben, die man zum Verreisen nehmen kann, weil dafür wäre die ideal. Das ist es halt eben, weil die halt beides kombiniert. Sowohl Lidschattenfarbtöne, diese alle Farbtöne könnt ihr als Lidschatten verwenden, oder wie gesagt, ihr könnt auch Blush und Bronze habt ihr hier drin. Also deswegen ist sie eigentlich schon vielseitig und solche Palette tatsächlich, muss ich leider sagen, habe ich nicht. So nicht in meiner Sammlung. Und ich möchte auch nicht dann so viele, ein Blush, Bronzer, dann noch irgendwie Lidschattenpalette mitschleppen oder Lidschatten, diese einzelnen. Und hier habt ihr die einfach drin. Und deswegen ist der Grund, warum ich die nicht aussortiere tue. Zurzeit. So, aber kommen wir zurück zu dem Look. Dann gehe ich in den Ton, in den schimmrigen Ton Golden Hour. Das ist so ein Champagner-Ton, würde ich sagen. Oh, sieht der schön aus. Boah, der sieht ja schön aus. Und den gebe ich hier vorne. Und verteile das nur so in erste Drittel. So mein Innenwinkel und auch bisschen in diese Bereich, weil zum Ende kommt gleich noch hier noch ein anderer Farbton drauf. Weil, wie gesagt, ich möchte so viele Farbtöne wie möglich verwenden. Da war ich ein bisschen zaghaft. Ja, oder es sieht für mich nur so aus. Weil ich finde sowieso, es sieht immer etwas anders aus im Video als da auch auf Fotos. So, und in welche Ton ich dann noch gehe. Ist ein Kurios oder wie es auch heißt. Oh, hoffentlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen. Das ist so ein schimmriger, dunkler, braunstichiger Ton. Da gehe ich nur ganz leicht rein, weil es soll trotzdem. Und das gebe ich jetzt immer mal anderes Drittel von meinem bewegliches Lid. Aber mit der Palette könnt ihr super toll auch Augen schminken. Also, wenn ich so sehe, das ist super, ein super schöner Make-up-Look. Aber den kann ich auch erreichen mit anderen Farbtönen in andere Palette, die ich habe. Weil solche Töne habe ich in meiner Sammlung. Deswegen. Da bin ich tatsächlich echt zwiegespalten. Also, ja, an sich ist es ja schon ein schöner Look. Muss ich tatsächlich sagen. Also, der ist ja ganz schön. Und die Palette ist vielseitig, weil ihr, wie gesagt, Lidschatten und Bronzer und Blush drin habt. Aber ich glaube, das habe ich schon jetzt schon so oft wiederholt. Also, das war jetzt der fertige Look. Ja, also wie gesagt, an sich ist es ja ein sehr, sehr schönes Auge-Make-up. Ja, das gleiche ich, glaube ich, gleich noch so aus, weil irgendwie bin
bin ich trotzdem über meine Lidfalte gekommen. Aber an sich ist es ja schon ein sehr, sehr schöner Look. Ja. Das war der Look mit der Palette von Catrice, die Sun Glow. Wie gesagt, also das ist jetzt das Augen-Make-up mit der Palette. Also ist schon sehr schön, aber ich muss tatsächlich sagen, diese Farbtöne habe ich auch in einer anderen Lidschattenpalette. Ja, da weiß ich tatsächlich noch nicht, ob ich die Tatsache behalten werde oder ob ich die Tatsache aussortiere. So, das ist so auf die Kippe. Also da schwank ich sehr, sehr stark. Also das hatte ich schon lange nicht mehr gehabt, wo ich so sehr geschwankt habe zwischen aussortieren und behalten Produkt. Also weil normalerweise ist bei mir eine, entweder behalte ich die oder ich sortiere die aus. Aber bei der ist es sehr, sehr schwierig leider, weil wäre da nur die Lidschattentöne drin gewesen oder nur Blush Bronzer, wäre vielleicht was anderes. Aber in dieser Kombination, es ist halt schwierig, weil wie gesagt, die ist sehr, sehr gut geeignet zum Verreisen. Und das ist auch der Grund, warum ich die noch nicht aussortieren kann. Aber das ist ja Schwachsinn. Wenn ich die sowieso nicht verwende, macht es ja keinen Sinn, die in meine Sammlung zu behalten. Nee, ich beende jetzt an dieser Stelle das Video, bevor ich mich hier noch im Kopf um Kopf und Kragen mir um die Palette noch rede. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat der Look zu der Palette gefallen. Dann abonniert gerne meinen Kanal, hinterlasst ein Video, gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr den Look findet und ob ihr die Palette vielleicht selber zu Hause habt oder ob ihr auch geschwankt habt, die zu kaufen. Also schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Da wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende an euch allen und hoffentlich schaltet ihr zum nächsten Video wieder ein. Bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Tschüss!